So, nochmal ein Kurzvortrag zum Thema NF und Lambda-Regelung und ähnliches, Fehlersuche. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe den NF jetzt mal grundeingestellt und zwar völlig mechanisch. Das heißt, ich habe die Lambda-Sonde abgeklemmt und im Grunde genommen den Drucksteller, wobei das auf selbe hinauskommt, weil er dann nämlich einen Drucksteller-Strom von 0 mA erzeugt, also quasi nicht benutzt, ohne Lambda-Regelung. Und dann geht man hin und stellt den Motor so ein, dass er, sagen wir mal, den Leerlauf halbwegs hält. Das merkt man auch, wenn man jetzt also nach rechts dreht, dreht er mehr, höher. Gibt er also sozusagen ein bisschen fetter. Und wenn ich nach links drehe, wird er ein bisschen magerer. So. Wenn er richtig eingestellt ist, schafft die Lambda-Regelung bzw. die Motorregelung, den Motor in Leerlauf zu ziehen. Und dann läuft er relativ stabil im Leerlauf. Wenn ich jetzt eine kaputte Lambda-Sonde habe, wie diese hier, die einfach im Prinzip zu mager anzeigt, also eigentlich Quatsch ist hier, normal dürfte die Spannung gar nicht negativ sein, und ich würde jetzt diese Sonde hier an den laufenden Motor anstecken, ich simuliere das hier gerade mal, hier ist das Lambda-Sondenkabel, wenn ich die jetzt hier anstecke, passiert nämlich Folgendes, ich muss gerade mal den hinlegen, man hört also momentan läuft er eigentlich ganz gut im Leerlauf, das Unrunde liegt jetzt noch irgendwo an irgendeinem Zündgeschirrproblem. So, und jetzt merkt man nämlich, jetzt ist erstmal der Lüfter an, jo. Aber man kann es, man hört es. Jetzt gibt der Gas. Man sieht das auch hier, dass er jetzt nämlich auf 9 mA hochregelt, also auf die maximale Steuerspannung vom Drucksteller. Das heißt, der fettet jetzt an wie blöd, weil er der Meinung ist, das Gemisch ist zu mager, weil die Sonde nichts anzeigt. Und dadurch entsteht der zu hohe Leerlauf. Wenn ich jetzt die Sonde wieder abziehe, geht der Leerlauf wieder runter. Ich zeige es gerade nochmal. Und schon geht er wieder in die mechanische Grundeinstellung 0 mA.